Und damit hallo und herzlichst willkommen zurück zu Minecraft. Und zwar hier Singleplayer-Map gerade mal. Diesmal nicht aktiv auf dem Ace-Talk-Server. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich ehrlich mal sagen. Guck mal. Da sehen wir doch was Rotes. Ich möchte mal kurz schauen, was ist denn das Rote, was ich da sehe? Irgendwas ist hier mit dem Wasser ganz komisch. Hab ein Shader-Paket. Wer weiß. Oh, hier muss ich nochmal mit der Hake ran. Jetzt habe ich die Kerze mit kaputt gemacht, oder? Nö, die Kerze steht noch. Ich komme ja Steuerung nicht klar im Moment gerade. Was ist hier los? Was ist hier? Hier steht auch was absolut nicht stabil. Okay. Hier unten würde ich gerne ein Dirt reinsetzen, wenn ich haben sollte. Ist das Dirt? Das ist Erde, genau. So. Sieht das ja ein bisschen vernünftig aus. Hier bin ich bestimmt aus dem Wasser gesprungen. Deswegen sieht das hier so ulkig aus, so ein bisschen. Wir brauchen nämlich Futter. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Warte mal. Optionen. Warum leckt denn das jetzt auf einmal so? Ist das krass? Was ist denn jetzt? Geht denn jetzt ab? Die Minimap ist das. Garantiert die Minimap. So. Das können wir aufdrehen. Musik ist sowieso raus. Schwierigkeit gerade haben wir ein bisschen runtergestellt. Multiplayer-Spiel ist an. Warum spiele ich jetzt auf dieser Map? Weil die möchte ich gerne zu unserer Multiplayer-Map machen. Sichtweite, Helligkeit, alles super gut ausblenden. Jetzt habe ich schon mal versucht, mit dem Gamepad zu spielen. Es hat nicht richtig funktioniert. Springen, Schleichen, Wechseln wollten wir nicht. Tastengröße ist schon auf Maximum gewesen. Tja. Kein Plan, weiß nicht, was hier abgeht gerade. Okay, aber auf jeden Fall rennt mir ein Huhn hinterher. Das ist ja schon mal ganz cool. Ich glaube, man muss schnell sein, sonst wird das wieder zu normalem begrastem Boden. Licht haben wir ja rein theoretisch genug. Für Pilze ist jetzt ein Problem. Ja, also was ich sagen wollte, auf dieser Map möchte ich gerne mit euch Multiplayer spielen. Das müssen wir ja auf die Reihe kriegen noch, dass das funktioniert. Da sind wir noch dabei. Aber ich bereite die halt sozusagen schon mal so ein bisschen vor fürs Multiplaying. Wir haben hier die ein paar Mobs, ein paar Tierchen. Halt, nein, nein! Wieso folgen die mir eigentlich? Hallo? Oh ne, hauen wollte ich das Hühnchen nicht. Schleichen will ich auch nicht. Dann machen wir schnell mal ein paar Brote draus. Ja. Was haben wir eigentlich hier noch? Was ist das? Hebel. Hebel ist gut, nehmen wir auch mal mit. Bodenplatte brauchen wir nicht. Wir wollen mal was probieren. Wir wollen mal ein bisschen was probieren zum Thema Redstone. Also wir machen erstmal das hier. Ein bisschen in Ordnung machen hier erstmal gerade. Lasercrafter spielt gerade wegen Glory. Ja, da habe ich gerade keine Zeit für. Ich spiele gerade das hier. Eine Hake. Ist die Hake hier? Ne, die. Doch, da ist sie doch. Steinhacke. Na bitte. So. Steinhacke. Sehr schön. Gehen wir mal schnell noch hier oben hin und machen nochmal. Hier was. Mega Noob. Kann man jemand diesem Noob hier erklären, wie das funktioniert? Ach so, ich hätte das Gras. So, jetzt. So haben wir es. Gut. Ich möchte ja mal was. Pass auf. Wir machen jetzt mal hier den Knopf ab. Habe ich eigentlich auch eine Holzakt in der Axt? Habe ich nicht, ne? Alles dabei, nur keine Axt. Wer braucht doch schon eine Axt?
Er braucht auch schon eine Axt. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen noch, wir machen mal noch was dick. Weil da brauchen wir uns ja eine Steinaxt. So. Axt. Dahin. So. Ich möchte hier was ausprobieren. Ich möchte nämlich einen kleinen einschaltbaren Leuchtturm machen. Knopf ab. Oh, jetzt fliegt das ganze Spiel in die Luft. Nee, es geht. Es hält sich wacker. Hebel. So. Hebel ist dran. Jetzt bin ich gespannt. Also, ihr seht jetzt, ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Mit diesem, mit Minecraft Version 13 selbst gibt es ja auch Redstone und das funktioniert ganz, ganz gut. Genau, es bleibt auch an. Das heißt, die Tür bleibt auch offen. Guck mal hier. Ich habe ja Schatten in dem Shader drin. Ist cool, oder? Sieht das nicht? Die Lichteffekte sehen doch schon ganz schön geil aus, oder? Musst du da mal sagen. So. Also, Version 1, das ist schon mal der Hebel. Sehr gut, jetzt müsst ihr mir mal was erklären. Ich bin davon überzeugt, dass man einen Turm bauen könnte, den man einschalten kann. Und aus. Jetzt bin ich nur gerade ein wenig, ich bräuchte hier mal ein bisschen mehr Platz. Wir müssen hier mal ein bisschen das Feld ein wenig erweitern hier, müssen wir mal. Natürlich könnte ich auch einfach die Bäume alle abbrennen. Dass das geht, wissen wir ja schon. Aber eventuell können wir auch Holz gebrauchen später mal. Guck mal, die wackeln sogar im Wind, die Bäume. Cooles Ding. So, also hier kommen wir ein bisschen mal. Ich habe mir also überlegt, auf dem Aestox-Server werde ich auch weiterspielen. Ich bin ja auch auf der Whitelist drauf. Wenn ihr jetzt in die Whitelist des Aestox-Servers wollt, findet ihr in der Quitch-Immunity-App dafür das passende Formular. Die Quitch-Immunity-App selbst findet ihr ja auch immer in der Videobeschreibung jedes dieses Spieles. Aber wie gesagt, das, was ich machen möchte, ist halt gerne noch eine andere Geschichte, nämlich hier diesen Server, diese Map hier auf einem eigenständigen Server zum Laufen zu kriegen. Das ist ein bisschen komplizierter, gibt's auch so noch nicht, aber das ist auch egal. So, jetzt pass auf. Wir fangen mal folgendermaßen an. Ich baue jetzt mal hier was hin. Drei Felder übereinander. Jetzt kannst du mich natürlich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber ich war der Meinung, ich bin davon überzeugt, dass man sowas machen können sollte. Wo ist denn eigentlich Redstone? Habe ich alles Redstone verbraucht? Ja, sieht so aus. Bevor ich irgendwas anbrenne, nehmen wir mal Erde in die Hand. Ja, ich habe gesagt, auch mit dem. Ich habe auch versucht. Ich wollte gerne ein Version 3. Wo ist mein ganzer Redstone hin? Ach scheiße, die Minimap braucht kein Mensch hier. So. Oh, nee, das wollte ich auch nicht. Was? Jetzt cheatet er tatsächlich. Ich wollte nicht cheaten. Ich möchte ein ganz normales Minecraft-Spiel haben. Aber das geht leider nicht. Mit MCP Master ist dann automatisch sofort gecheatet. Diese Tages- und Nachtablauf, ich weiß nicht, ob es den gibt hier. Gut, wir bleiben mal jetzt dabei. Jetzt haben wir uns mal ein paar Fackeln. Nämlich ein paar normale und ein paar Redstone. Normale Fackeln haben wir. Auch ein paar Redstone-Fackeln mit dazu gemacht. So. Also jetzt pass mal auf. Mi amigo. So. Da rennt eine Kuh draußen rum. Hier legen wir uns jetzt mal eine Redstone hin. Der Redstone ist jetzt also in der Lage, rein theoretisch. So, der kreuzt sich ja einwandfrei. Funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt setze ich hier mal eine Redstone-Fackel drauf. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Pass mal auf. Wir nehmen da mal eine normale Fackel. Haben wir normale Fackeln auch hier? Achso, da brauchen wir jetzt gar nicht. Können wir auch hier machen. So. So, dann noch ein paar Sticks draus bauen. So, dann haben wir Redstone-Fackeln und normale Fackeln. So. Also, hier jetzt mal normale Fackeln. Zack. Hier jetzt mal eine Eisenplatte, die nehmen wir mal nicht. Redstone-Fackeln, noch zwei. So, jetzt nehmen wir eine normale Fackel. Jetzt setze ich die mal hier ran. Die leuchtet jetzt. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Geht das hier?
Also so schon mal nicht. Jetzt setzen wir hier mal eine Fackel oben drauf. Hopp. So, die sitzt an. Ach so, gucke mal. Doch, hä, jetzt leuchtet die Fackel. Die Fackel leuchtet immer da oben. Die nehmen wir mit, jetzt Dinge, falls wir sie brauchen. Warte mal, die leuchtet jetzt immer da oben. Eins ist aus. Jetzt ist er aus. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist die aus. Jetzt bin ich ja gespannt, ob die jetzt diese Lampen beeinflusst. Sind die jetzt an? Also unten ist an und oben sind sie aus. Sehe ich das richtig? Das heißt, unten spielt es noch gar keine Rolle. Weil jetzt finde ich es interessant. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das auch funktioniert. Jetzt machen wir mal Folgendes. Suchen wir mal den MCP Master dafür, hier mal eine Nacht ins Leben zu bringen. Night. So, es wird finster. Da ist es immer noch relativ hell. Jetzt möchte ich mal eben schauen. Hebel gedrückt. An. Tja, sind die. Die sind immer noch an. Schau mal. Die sind immer noch an. Es ist ein bisschen seltsam. Ich hätte jetzt gerade gedacht, früher hat das mal funktioniert, würde ich fast sagen, dass wir Fackeln auf diese Weise einschalten konnten. Jetzt machen wir noch mal eins. Wir machen jetzt hier mal eine Fackel hinten ran. Das ist jetzt ein Negator. Also rein theoretisch ist jetzt dieser Stein ein Negator. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier hinten Redstone hinpacke, so, der ist jetzt aus, aber die Fackel ist an. Wieso eigentlich? Warum ist eigentlich diese Fackel an? Diese Negatoren sollten rein theoretisch auch wie eine Art Repeater funktionieren, glaube ich immer. Gut, also normale Fackeln schalten wir damit nicht. Aber wir schalten Redstone-Fackeln. Schon mal ganz gut, das zu wissen. Bauen wir mal schnell eben noch ein paar Redstone-Fackeln. Allerdings sind die ein bisschen teurer, wie ich gerade feststelle. Okay, also hier können wir aber andere Lampen bauen. Ich glaube, es gibt hier Redstone-Lampen oder sowas. Nee, auch das nützt da hinten nichts. Dann nehmen wir noch mal hier Redstone-Fackeln. Aha, aus. Sind die erstmal alle aus? Genau, sind die erstmal alle aus. Die hier hinten, guck mal, die macht nämlich jetzt diesen Redstone an. Das ist ein dauerhaftes Anschalten. Ach nee, macht sie nicht. Das hat der Negator gemacht hier. So, jetzt bin ich ja gespannt. Machen wir das mal auch mal so hier noch. Okay, jetzt schalten wir mal. Wir schalten und walten mal. Unten aus, oben an. Oben aus, unten an. Und genauso stelle ich mir das auch vor. Weil wir nämlich jetzt, ist aber die Frage, was ist, wenn ich jetzt hier einen Stein reinmache? Hopp. So. Ah, erstmal ein Zombie am Start. Ja, ganz ohne will ich auch nicht spielen, aber. So, jetzt will ich mal Folgendes ausprobieren. Jetzt haben wir, wie du siehst, jetzt leuchten die da alle. Und nur unten, die wird geschaltet. Oben nicht. Gut, das reicht erstmal für diese Folge. Ich denke dir fürs Zuschauen. Hier bauen wir uns einen coolen Redstone-Turm hin. Der wird blinken. So, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.